Bevor ihr jetzt alle flüchtet, weil ich so viel rede, übergebe ich an die Christiane Germann, die zum Thema Behörden im Social Web eine ganze Menge zu erzählen hat und quasi eine echte Insiderin ist, was dieses Thema angeht. Viel Spaß. Ja, hallo auch nochmal von mir. Ich stelle mich nicht dahinter, weil dann sieht man wahrscheinlich nicht mehr so viel von mir. Ja, mein kleiner Vortrag heißt Behörden im Social Web und ich werde ein bisschen darüber erzählen, warum manche Behörden da noch relativ zurückhaltend sind. Also ich bin Social Media Beraterin, spezialisiert auf Behörden. Wie kommt man auf diese Idee? Also ich habe viel für Behörden gearbeitet in den letzten Jahren, zuerst in der klassischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und bin Social Media Managerin im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mache da also seit 4 Jahren den Facebook- und Twitter-Kanal und war bei dem ganzen Aufbau dabei. Bin ansonsten viel auf Schulungen in vielen Behörden unterwegs und höre mir natürlich auch die Sorgen an und auch die Chancen, die sich die Behörden davon jetzt versprechen. Und darüber werde ich ein bisschen was erzählen. Ihr habt ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass die Bundesregierung jetzt eine Facebook-Seite hat. Das hat ja auch ziemlich für Schlagzeilen gesorgt, vor allem, weil die Bundesregierung da sehr schlagfertig auf Kommentare antwortet. Also die sind ja damit jetzt schon irgendwie zu einer Marke geworden. Es gibt aber auch viele andere Behörden, also auch Landesbehörden sind bei Facebook und Twitter vertreten. Wer von euch hat denn irgendeine Behördenseite abonniert oder wer folgt Behörden bei Facebook oder Twitter? Ja, also der eigenen Stadt zum Beispiel? Ja, sind doch schon ein paar. Also auch gerade Städte und Kommunen sind eben viele vertreten. Und ich bin, wie gesagt, bei einer Bundesbehörde, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir haben 3000 Mitarbeiter über ganz Deutschland verteilt und wir sind die, wo die Kanzlerin vor ein paar Tagen verkündet hat, dass wir uns jetzt verdoppeln von der Größe her, weil eben zurzeit so viele Flüchtlinge kommen. Und ich möchte mal kurz beschreiben, wie wir unsere Social-Media-Arbeit machen. Also was wir da überhaupt, man kann sich das vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, was eine Behörde da bei Facebook oder Twitter so veröffentlicht. Also wir bringen zum Beispiel Fakten zur Migration unter die Menschen. Das ist ja gerade jetzt zu Zeiten von Pegida relativ wichtig, weil da ranken sich alle möglichen Gerüchte und alle möglichen Vorurteile. Und wir versuchen eben mit Zahlen zur Migrationssituation in Deutschland da eben weiterzuhelfen und eben für Fakten zu sorgen. Das heißt, wir veröffentlichen zum Beispiel immer die aktuellen Asylzahlen. Was wir aber auch machen, was uns ganz wichtig ist, wir wollen die Willkommens- und Anerkennungskultur in Deutschland verbessern. Und wir veröffentlichen viele emotionale Posts, die den Menschen sagen sollen, die Migrationshintergrund haben. Ihr seid willkommen, das, was ihr hier mitbringt, ist hier gefragt und ihr seid auch mit eurer eigenen Kultur und euren Eigenarten willkommen. Und das ist was, was die Leute ja einfach nicht so oft hören anscheinend. Also wir haben zum Beispiel mal diesen Post veröffentlicht, da war der Internationale Tag der Muttersprache und wir haben den Leuten also gesagt, es ist uns wichtig, dass ihr Deutsch lernt und es auch euren Kindern schnell beibringt. Ihr könnt aber auch eure Muttersprache und sollt eure Muttersprache auch weiter pflegen, auch in der Familie. Und das war für viele wirklich so Balsam auf der Seele. Das war unser erfolgreichster Post aller Zeiten. Ich weiß, hier in Bayern ist das ja so ein Thema. Und wir haben natürlich da nicht die CSU genannt, aber wir haben uns da eindeutig positioniert. Und für die Leute war das wirklich sehr schön. Was wir aber auch machen, und das ist für eine Behörde vielleicht nicht so gewöhnlich, ist, wir lassen kritische Diskussionen zu, wir fördern sie sogar. Also wir fragen bei ganz vielen Sachen, wie ist eigentlich Ihre Meinung dazu? Also wir siezen unsere Leute, unsere Fans zwar, aber wir versuchen eben schon eine lockere Sprache zu halten. Und bei diesem Post ging es ums Thema, es gab auf dem letzten Oktoberfest einen Stand, wo man auf Afrikaner schießen konnte. Und das hat ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, auch hier in München, auch in der Süddeutschen. Und der hat halt gesagt, der Budenbetreiber, ja, das soll halt die Kolonialzeit darstellen und so. Und dann musste er halt irgendwie ein Schild dran machen, dass es natürlich nicht rassistisch gemeint ist. Und dann haben wir das auf unserer Facebook-Seite eben diskutieren lassen, ob das jetzt Grenzen überschreitet oder nicht. Und es ist halt so, dass unsere Community da wirklich sehr konstruktiv drüber diskutiert. Also da gab es jetzt nicht irgendwelche großen Probleme oder Sachen unter der Gürtellinie, sondern die interessieren sich wirklich für das Thema und diskutieren eben. Und was bei uns auch sehr gut läuft, ist die Stellensuche. Also auch Behörden müssen sich ja inzwischen
gucken, wo sie ihr Personal herbekommen. Und wir haben also gute Erfahrungen gemacht mit der Stellensuche, mit der Personalsuche über Facebook. Zusammenfassend kann man sagen, wir haben ungefähr 14.000 Facebook-Fans rein organisch, also wir machen keine Werbung. Wir haben auch hohe organische Reichweiten, also wenn ich das immer höre, dass irgendwie Unternehmen nur noch 10% organische Reichweite haben, das können wir also nicht bestätigen. Wir haben eine sehr aktive Community. Twitter haben wir jetzt gerade vor 4 Monaten angefangen, das läuft bisher auch ganz gut. Und es ist mittlerweile so, dass es bei uns als Behörde ein ganz selbstverständlicher Kanal der Öffentlichkeitsarbeit geworden ist. Also es ist ganz normal, dass wir morgens gucken, was ist im Pressespiegel, was passiert bei Facebook. Also was bei uns auch total gut läuft, ist, wir kriegen ganz wertvolles Feedback, weil unsere Community sehr aktiv ist. Das heißt, wir können zum Beispiel fragen, erlebt ihr eigentlich noch Rassismus auf dem Wohnungsmarkt? Ist es schwer für euch, eine Wohnung zu finden? Wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Und dann erzählen die da wirklich ihre Geschichten. Und wir können das eben dann verwerten in unseren, wir beraten ja die Politik, wir können das wirklich, das Feedback ist unglaublich wertvoll für uns. Wir haben eine Möglichkeit, mit den Leuten da draußen direkt zu sprechen und eben als Behörde auch zu sehen, was geht da draußen eigentlich wirklich ab aus erster Hand. Es gibt viele gute Beispiele, also da, es gibt wirklich schon ganz viele tolle Behördenseiten, das muss man echt sagen. Städte, hier habe ich mal die Stadt Ulm bei Facebook rausgesucht. Wenn ihr euch mal ein gutes Beispiel angucken wollt, kann ich das empfehlen. Das Entwicklungsministerium bei Twitter, unheimlich viele Follower, zeigen Geschichten aus Entwicklungsländern, ganz toll gemacht. Instagram ist mittlerweile auch ein großes Thema, gerade bei Kommunen, aber zum Beispiel auch bei der Bundeswehr. Es sind also jetzt wirklich einige schon bei Instagram aktiv. Und klar, wenn man schöne Fotos aus seiner eigenen Stadt sieht, ist ja klar, dann liked man das. Also das hat auch ganz gute Reichweiten schon. Also wie man sieht, es gibt da eigentlich ganz erfolgreiche Beispiele. Das heißt, das ist also nicht so, dass Behördenseiten nur so da sind und die Leute eigentlich langweilen, sondern wenn man sieht, es gibt jetzt Sachen wie den Deutschen Wetterdienst mit 77.000 Facebook-Fans oder sogar die Kölner Verkehrsbetriebe haben 20.000 Facebook-Fans. Also wenn man es gut macht, dann wird es auch wirklich angenommen. Es gibt allerdings auch Negativbeispiele, das muss man natürlich auch sagen. Also das ist jetzt das Beispiel eines Landesministeriums und man sieht jetzt natürlich, das ist nicht besonders professionell aufgemacht, hat auch nur 800 Fans. Also es ist natürlich für eine Landesbehörde jetzt eher schlecht, aber es geht noch besser. Die niedersächsische Landesregierung ist bei Twitter, hat um die 700 Tweets und 2013 war der letzte Tweet und plötzlich hörte es auf und keiner weiß, was ist da eigentlich passiert. Es wurde auch nie was dazu gesagt und das dümpelt jetzt halt so vor sich hin. Und mein Lieblingsbeispiel, die Stadt Visselhövede aus Niedersachsen, haben die Facebook-Seite gelöscht, als die Amtszeit der aktuellen Bürgermeisterin vorbei war. Und haben gesagt, ja, der neue Bürgermeister kann das ja eventuell wieder machen. Und dann haben sie auch den Hauptamtsleiter interviewt in der Zeitung, der alles noch schlimmer gemacht hat und gesagt hat, ja, aber ja, die ist ja jetzt nicht da und wir wussten gar nicht, jetzt kann ja keiner die Fragen beantworten. Nee, das geht nicht, das mussten wir jetzt löschen. Ja, gut. Also es ist halt schon so, dass immer noch der etwas kleinere Teil der Behörden so richtig aktiv ist in sozialen Netzwerken. Man sieht so, bei den großen Behörden, bei den Bundesministerien inklusive Bundesregierung sind jetzt eigentlich alle mittlerweile professionell bei Facebook und Twitter unterwegs. Bei den Bundesbehörden, wo ja ich zum Beispiel arbeite, ist es ja schon etwas weniger, ein Fünftel, wobei man jetzt sagen muss, so 60%, da würde sich das halt auch lohnen von den Themen her und von den Zielgruppen. Es ist ja nicht so, dass es sich für jede Behörde automatisch lohnen würde. Und bei den Landesministerien sieht es schon weitaus schlechter aus. Wobei man sagen muss, bei den Städten und Gemeinden ist die Abdeckung eigentlich recht gut. Also gerade die Großstädte sind eigentlich schon alle irgendwie aktiv. Ich möchte gerne die 4 größten Herausforderungen nennen, die bei den Behörden so ein bisschen entgegenstehen. Also jetzt habe ich viele Schulungen gegeben, ich höre ja, was die so sagen. Also natürlich eine Frage ist immer, was bringt uns das? Der Nutzen ist noch nicht so jedem klar. Natürlich sind ja auch diese Gremien oft etwas älter besetzt. Und natürlich, also ich versuche denen dann auch immer noch mal klar zu machen, wie viele Leute allein schon bei Facebook aktiv sind, dass es wirklich ein Drittel der Bevölkerung ist. Und die meisten wissen auch nicht, dass es mittlerweile das Medium in Deutschland ist, das definitiv die meisten Leute erreicht, vor jedem Fernsehsender und vor jeder Zeitung. Und wenn sie das hören, kommen Sie da eigentlich auch so zu dem Schluss, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre. Twitter ist für Behörden deswegen extrem wichtig und extrem interessant, weil ja Journalisten und Politiker dort unterwegs sind. Das sind für Behörden einfach die Zielgruppen schlechthin. Somit ist Twitter eigentlich für Behörden fast noch wichtiger als Facebook.
Und klar, es ist natürlich so, Unterhaltungen finden heutzutage auf Social Media statt, wir wissen das. Auch der Regierungssprecher hat bei der Einführung des Facebook-Kanals der Bundesregierung ja gesagt, die Aufgabe des Bundespresseamts ist es, über die Politik der Bundesregierung zu informieren. Und das muss man dort auf den Kanälen tun, wo sich die Leute eben heutzutage aufhalten. Aber was eigentlich so der größte Vorteil eigentlich ist für mich, deswegen habe ich den Fett hervorgehoben, Behörden haben neben den vielen anderen Vorteilen da eine ganz große Chance, weil wir wissen ja alle, wenn wir an eine Behörde schreiben, naja, das kann alles lange dauern und man erreicht niemanden, man weiß nie, wird das jetzt überhaupt beantwortet. Und über Social Media haben die eigentlich erstmals die Chance, dadurch, dass natürlich eine schnelle Antwort auch erwartet wird, darüber echt guten Service zu leisten. Da haben wir beim Bundesamt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Leute da so froh sind, wenn sie schnell eine Antwort bekommen, dass sie ja wirklich richtige Fans werden, sage ich mal. Und natürlich noch viel anderes, also auch Behörden werden ja oft in der Presse falsch dargestellt, haben keine Möglichkeit, schnell darauf zu reagieren, weil die müssten die Antwort erst ewig lange mit dem Ministerium abstimmen und das geht alles nicht schnell genug. Das heißt, auch das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Und wenn man sich so anguckt, was es alles für öffentliche Bereiche gibt, wo soziale Medien total prädestiniert eigentlich sind für Katastrophenschutz, um Ehrenamtler zu gewinnen und so weiter, also da gibt es einfach ganz, ganz viele Pluspunkte. Datenschutzbedenken, klar, die gibt es in Unternehmen auch, aber bei Behörden ist es nochmal ganz speziell, weil viele Behörden wissen jetzt gar nicht, ob sie das überhaupt dürfen. Die Rechtslage ist inzwischen klar. Es war eine ganze Zeit lang nicht klar und jetzt gibt es aber ein Urteil dazu, dass Behörden eben Facebook- und Twitter-Seiten überhaupt haben dürfen. Allerdings steht das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts noch aus, aber es gibt immer noch Datenschutzbeauftragte in einigen Bundesländern, die sagen, nein, meiner Meinung nach ist das nicht erlaubt und ich verbiete es den Behörden in meinem Umkreis. Und da gibt es das sogenannte Rückkanalverbot, das ist unser Lieblingswort, das werden wir für das Unwort des Jahres vorschlagen. Und zwar hat der Datenschutzbeauftragte von Rheinland-Pfalz das den Behörden auferlegt und es besagt, dass sie auf Kommentare nicht antworten dürfen. Dürfen eine Facebook-Seite haben, aber bloß nicht interagieren. Es ist wirklich dort sozusagen geltendes Recht und einige Behörden halten sich auch dran. Also das ist schon, das hat die Presse natürlich durch den Kakao gezogen, ganz klar. Was auch noch, ja, ist eigentlich fast noch besser als Rückkanalverbot. Voraussetzung für eine Facebook-Fanseite soll sein, dass zuvor eine Erforderlichkeitsprüfung bestanden wurde. Also es muss geprüft werden, ob die Facebook-Seite erforderlich ist. Also da fällt einem halt nicht mehr so viel dazu ein. Der Brandenburger Datenschutzbeauftragte schließt sich da auch an und es ist eben wirklich so, dass das eigentlich in vielen Bundesländern jetzt noch einfach so ein bisschen unklar ist. Die wollen sich dann auch nicht mit dem Datenschützer anlegen und deswegen trauen sich viele auch noch nicht. Dann natürlich die große Angst vor dem Shitstorm, das erlebt ihr wahrscheinlich auch alle, dass da irgendwie die Ängste auch in Unternehmen groß sind. Gut, das ist so das gleiche Problem wie in Unternehmen. Wir hatten in unserer Behörde schon einen Shitstorm vor einem halben Jahr. Den habe ich quasi mit überstanden an dem Wochenende. Und zwar hatten wir das Problem, dass ein Mitarbeiter, der uns kurzfristig ausgeliehen wurde von einer anderen Behörde, hat uns einen rassistischen Kommentar auf unsere Seite gepostet. Und zwar gerade bei dem Thema, wo wir uns besonders stark machen, Rassismus auf dem Wohnungsmarkt, hat er dann gepostet, nein, also er kann jeden Vermieter verstehen, der nicht an Afrikaner vermietet. Die können ja auch keine Ordnung halten und die müsste man alle erstmal in Europäisierungskurse stecken. Und in seinem Profilstand arbeitet beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und die Leute sind natürlich total abgegangen und haben dann natürlich von uns erwartet, dass wir jetzt ganz schnell was tun innerhalb von 2 Stunden und wollten das, ja, also haben Screenshots gemacht, haben ihn gemeldet und sind halt, und dann haben sich aber auch dann andere eingeschaltet, die gesagt haben, ja, stimm da voll zu, endlich sagt mal jemand die Wahrheit und so weiter. Also das ging dann halt ziemlich ab und wir haben dann also entschieden, uns von dem Aushilfsmitarbeiter zu trennen und konnten das aber natürlich nicht so schnell in die Wege leiten und haben dann ja so eine Zwischenstellungnahme abgegeben übers Wochenende, dass wir halt die Maßnahmen jetzt intern prüfen, was wir machen. Und das ganze Wochenende hat sich das eben hochgeschaukelt. Es wurde auch von Online-Zeitungen, von Bild und allen möglichen aufgegriffen. Und da hatten wir schon gut zu tun. Und als wir dann an dem Montag sozusagen mit den Personalabteilungen gesprochen hatten und uns eben von ihm getrennt haben, da wurde das sehr positiv aufgenommen. Da haben wir eine Stellungnahme auch drüber gepostet, dass er eben nicht mehr für uns tätig ist, dass wir sowas natürlich nicht billigen können. Und das wurde sehr positiv aufgenommen von den Fans und auch von der Presse. Und damit hatte sich der Shitstorm eigentlich erledigt. Und wenn man jetzt bedenkt,
was wir für ein kritisches Thema haben, Flüchtlinge, Integration, dann könnte man jetzt denken, es gibt jeden Tag einen Shitstorm, aber das stimmt nicht. Also es ist ein einziges Mal vorgekommen, ansonsten ist die Diskussion wirklich relativ konstruktiv und da kann ich mich halt den meisten nur anschließen, dass man vor einem Shitstorm keine große Angst haben muss, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann und wenn man sich jetzt nicht scheut, dass man vielleicht in so einer Situation dann eben mal ein paar Überstunden schieben muss, dann ist das alles kein Grund, warum man diese vielen Vorteile nicht nutzen und das eben nicht machen sollte. Ja, und natürlich der absolute Hauptgrund, warum viele Behörden das nicht machen wollen, sind Personalprobleme. Also die meisten Behörden fühlen sich oder sind wirklich unterbesetzt. Ich war gestern noch hier in München, habe ich mit einem Kunden gesprochen von einer Behörde hier in München, der gesagt hat, ja, wenn wir einen Twitter-Kanal einführen würden, wie oft müsste man denn da so? Und als ich gesagt habe, ja gut, das ist ein erfolgsträchtiges Thema, also so 7 oder 10 am Tag geht auf jeden Fall, oh, um Gottes Willen, nein, das schaffen wir nicht, nee, das geht nicht, oh Gott, nee, das begraben wir gleich wieder, also einer pro Woche, mehr geht nicht, so ungefähr. Also es ist bei ganz vielen Behörden das Problem, dass die einfach sagen, wir können niemanden dafür freistellen. Allerdings ist es meiner Meinung nach kein Argument. Das sind halt Behörden, die haben Hunderte von Mitarbeitern oder Tausende. Und es ist ja auch keine Alternative zu sagen, wir machen keine Homepage. Also meistens haben die dann 6 Leute in der Webredaktion. Also das ist eben einfach eine Mentalitätsfrage. Und bei Unternehmen sagt man so, wenn ihr keine modernen Medien nutzt, werdet ihr in 5 Jahren nicht mehr existieren. Das ist bei Behörden natürlich nicht so. Die existieren immer weiter, die müssen das nicht machen. Aber die haben natürlich die Gefahr, dass ihre Botschaften irgendwann nicht mehr gehört werden. Und deswegen denke ich, man sollte sich eher ein Beispiel nehmen an dieser spanischen Kleinstadt. Die machen ihren gesamten Bürgerservice über Twitter und haben sogar die Lettern über ihr Rathaus gehängt. Und also damit will ich schließen, einfach den Behörden zu sagen, mehr Mut, das ist so ein bisschen der Inhalt meiner Schulungen und meistens sind die auch recht motiviert danach und ich hoffe, dass sich noch viel mehr Behörden da mehr trauen in Zukunft. Ja, danke, wenn ihr noch Fragen habt, ist ja den Rest des Abends noch Zeit. Viel Spaß noch. Applaus